Hallo alle miteinander, mein Name ist Marcel und heute geht es wie im letzten Video auch um Anime und Animationen. Danke übrigens für die ganzen toten Ziegen, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Leute auf meinem Kanal gibt, die sich nicht nur fürs Zeichnen, sondern auch für Animieren begeistern können. Ich wollte heute eigentlich eine Folge von einem Anime analysieren und dabei aufzählen, was dabei alles schiefgelaufen ist. Aber dann sind mir ein paar Kommentare aufgefallen. Leute meinen immer noch, dass etwas schlecht, ne, animiert ist, weil das Budget nicht gereicht hat oder weil die Animatoren einfach schlecht oder faul waren. Und das stimmt nicht. Übrigens solltet ihr unbedingt das letzte Video über Animation anschauen, bevor ihr weiterguckt, sonst wisst ihr wahrscheinlich nicht, warum ich schlecht animiert gerade in Anführungszeichen gesetzt habe oder warum ich von toten Ziegenrede. Jedenfalls dachte ich mir, wir sollten uns vielleicht erstmal anschauen, warum manche Anime so ungut animiert sind. Und ich glaube, es wird den ein oder anderen von euch schocken, dass die meisten Anime fast alle gleich viel Geld kosten. Im Grunde gibt es drei potenzielle Auslöser, warum die Animation oder vielleicht sogar die komplette Qualität eines Anime zu wünschen übrig lassen. Zeit, Budget und Personal. Selbsterklärend, oder? Ich habe hier einfach mal diese simple Dreieckgrafik entworfen, damit sieht man, dass alles praktisch zusammenhängt. Wenn irgendeiner dieser Faktoren nicht mitspielt, hat das negative Auswirkungen auf den Anime. Das können geringe negative Auswirkungen sein, kann einen Anime aber auch komplett kaputt machen. Und ich zeige euch in diesem Video wie. Ich werde jetzt auf jeden der drei Punkte genauer mit Beispielen eingehen, ganz so einfach ist es nämlich leider doch nicht. Mein letztes Video über Animation haben viele Leute als Dragon Ball Hate verstanden und das könnte nicht ferner von der Wahrheit entfernt sein. Ich bin selbst auch ein riesen Dragon Ball Fan, ganz besonders vom Manga. Leider gibt es in Dragon Ball Super aber wirklich viele gute Beispiele für limitierte oder schlechte Animation, wie manche sagen. Also klar nehme ich viele Beispiele aus Dragon Ball Super, weil Dragon Ball Super eben selten gut animiert ist. Das heißt nicht, dass ich Dragon Ball hasse oder so. Falls ihr das nicht wisst, Dragon Ball Super hat die berühmt-berüchtigte Folge Nummer 5, die an manchen Stellen zugegeben wirklich nicht gut aussieht, weder von den Animationen noch zeichnerisch her. Und alle Leute sagen immer, da steckt aber nicht viel Budget drin, da ist denen aber das Geld ausgegangen. Uns ist allen hoffentlich bewusst, dass ein Animationsstudio wie Toei Animation mit Marken wie One Piece, Digimon und Dragon Ball genug Geld macht, dass das absolut falsch ist. Geld ist wichtig, keine Frage. Eine einzige Anime-Folge kostet in der Umsetzung immerhin zwischen 100.000 und 300.000 Dollar. Aber glaubt mir, Toei Animation hat kein Geldproblem. Ganz besonders nicht, wenn Toei Animation ein paar Monate vor Dragon Ball Super erst mit Resurrection F eine weltweite Box-Office-Zahl von 61 Millionen Dollar gemacht hat. Ich hoffe, jeder hat jetzt verstanden, dass es also nicht am Geld liegt. Immerhin wird das Geld für ein komplettes Projekt ausgegeben, nicht für jede Folge einzeln. Was ich auch noch oft gehört habe, ist, dass Toei die Episode von Anfängern animieren hat lassen. Ja, die haben einfach Amateure eingestellt und somit Geld gespart. Und wenn wir uns bei den Credits mal anschauen, wer daran gearbeitet hat, können wir sehen, dass das absolut nicht stimmt. Die größten Namen aus dieser Folge waren namentlich Ken Otsuka und Naoki Tate. Letzterer ist besonders bei One Piece Fans sehr beliebt, hat aber auch schon vor Jahrzehnten an Dragon Ball Z gearbeitet. Hier wurden also keine Amateure eingestellt. Toei Animation hat hierfür mindestens genauso viel Geld ausgegeben wie für jeden anderen Anime auch. So einen Naoki Tate bekommt man nicht für 6,50 die Stunde, der Kerl arbeitet immerhin bei Toei Animation und nicht im Rotlichtviertel. Hier haben wir auf dem magischen Dreieck der Anime-Produktion, das ich entworfen habe, also nur noch eine Option übrig. Es lag nicht am Geld oder dem Personal, beides war top. Es lag also wirklich an der Zeit. War ja aber auch irgendwo klar, dass Dragon Ball Super einen Zeitmangel hatte, immerhin kamen fast ohne Ausnahmen neue Folgen. Woche für Woche für Woche. Andere Anime machen eine Staffel und bereiten sich dann ordentlich auf die nächste Staffel vor. Dragon Ball Super hat eiskalt, fast ohne Pause, die über 130 Folgen durchgezogen. Und das merkt man. Ich will euch einfach mal kurz zeigen,
wie wenig Zeit die Leute bei diesem Projekt hatten. Und zwar mit ein paar interessanten Fakten, die die Sache etwas klarer macht. Die Ankündigung zu Dragon Ball Super, dem Anime, kam praktisch direkt nach dem Kinofilm, nachdem Toei gesehen hatte, wie viele Leute sich noch für Dragon Ball interessieren und dass der Film noch erfolgreicher war als der letzte vor ihm. Behalte das jetzt mal kurz im Kopf und wir vergleichen das mit einer anderen Ankündigung. My Hero Academia wurde Ende Oktober angekündigt und Anfang April ausgestrahlt. Das entspricht einer Vorbereitungszeit oder Pre-Production, wie die Profis sagen, von 6 Monaten. In dieser Vorbereitungszeit werden Storyboards erstellt, die ersten Folgen schon mal vorproduziert, Trailer gemacht, etc., etc., etc. Besonders die Vorproduktion von den Folgen ist natürlich wichtig, damit man etwas Vorlauf hat. Die Vorbereitungszeit zu Dragon Ball Super waren keine 3 Monate nach Ankündigung. Juli 2015. Boah, Alter, ist das jetzt schon 4 Jahre her? Wenn man einen Anime ankündigt, zeigt man ja zumindest schon mal das Logo des Animes. Das ist ja das absolute Minimum. Dazu in der Regel noch ein paar Character Designs, damit man sieht, wie werden die Charaktere in der neuen Serie aussehen. JoJo's hatte sogar einen kleinen Mini-Mini-Trailer, um Leute aufzuhypen. Dragon Ball Super hatte nichts davon bei der Ankündigung. Nur eine kleine Pressemitteilung. Toei Animation startet nun mit der Produktion von Dragon Ball Super. Und diese Produktion fand statt, während bei Toei Animation gleichzeitig noch an One Piece und Digimon Try gearbeitet wurde. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass sie sich für das nächste Dragon Ball Projekt ja anscheinend ziemlich gut Zeit lassen. Ihr wisst jetzt hoffentlich, wie wichtig es ist, Zeit mit einzuplanen, kommen wir nun zum Thema Personal. Denn tatsächlich ist das Personal einer Anime-Produktion genauso wichtig wie der Zeitplan. Du kannst alle Zeit der Welt haben, aber brauchst natürlich trotzdem noch gescheites Personal, das für dich arbeitet. Unser Hauptbeispiel für diesen Fall wird One Punch Man sein. Wie ich es unter anderem aus euren Kommentaren gelesen habe, haben viele von euch gemerkt, dass sich einiges in Staffel 2 von One Punch Man geändert hat. Und ich bin auch einer von diesen Menschen, die Staffel 2 öffentlich kritisiert haben. Aber warum ist die Action denn nicht mehr so krass wie in Staffel 1? Ist es wieder die Zeit? Mehr Zeit als bei Dragon Ball Super war ja da, also wo war das Problem? Die Frage ist natürlich ironisch gemeint, die Antwort ist natürlich, es liegt an den Leuten, die daran gearbeitet haben. Auch hier werfen wieder Leute mit gefährlichem Halbwissen umher und meinen, tja, das liegt daran, dass in Staffel 1 viel mehr Budget gesteckt hat. Der Chief Animation Director von One Punch Man Staffel 1 selbst hat dazu gemeint, dass das Budget für ein Anime fast immer gleich ist. Es gibt seltene Fälle, in denen ein Anime ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Budget hat, aber nichts davon ist ausschlaggebend. In Wirklichkeit hängt der Rest vom Personal ab. Der Director oder zu Deutsch Regisseur von Staffel 1 von One Punch Man war Shingo Natsume, der unter anderem bei Gurren Lagann und besonders bei Space Dandy sehr wichtige Rollen hatte. Bei letzterem war er ebenfalls Mitregisseur. Beides waren Anime, die sehr lebendig und sehr flüssig animiert waren. War ja klar, dass dieser Kerl One Punch Man in dieselbe Richtung geleitet hat. Ein Regisseur trifft wichtige Entscheidungen, beispielsweise sowas wie, wir zeichnen die Charaktere weniger detailliert und stecken die Arbeit lieber in flüssige Animationen. Das ist allerdings nicht alles. Ein Regisseur bekommt durch seinen Ruf und durch Connections Animatoren in sein Projekt, die normalerweise gar nicht dabei gewesen wären. So hat Natsume es beispielsweise wirklich geschafft, dass Yutaka Nakamura bei One Punch Man einen kleinen Gastpart hatte. Und wenn ihr euch mit Animation aus Japan auskennt, wisst ihr, was für einen gigantischen Ruf Nakamura hat. Zu Recht. Für Staffel 2 ist Natsume als Regisseur durch Shikara Sakurai ausgetauscht worden. Natsume war beschäftigt mit anderen Projekten und hat viele Leute, die an One Punch Man Staffel 1 gearbeitet haben, in neue Projekte mitgenommen. Sakurai hat mit seinem Team die Serie nun in eine andere Richtung gelenkt. Er hat sich dafür entschieden, die Serie aufzuhübschen. Charaktere haben keinen normalen Schatten mehr, sondern Verlaufsschatten. Außerdem hatte Metall ab sofort diesen überproduzierten, seltsamen Reflexionseffekt und so weiter und so weiter und so weiter.
Meiner Meinung nach wurden hier Sachen aufpoliert, die gar nicht hätten aufpoliert werden müssen. Aber vielleicht gefällt euch ja diese Aufhübschung, das ist komplett Geschmackssache. Jedenfalls, die Zeit, die für diese ganze Aufhübschung genutzt wurde, hat dann leider bei den Animationen gefehlt. Es ist praktisch das genaue Gegenteil von der Paint-Szene aus meinem anderen Video. Hier haben die Leute die ganze Arbeit in flüssige Animationen gesteckt und nicht aufs Aufhübschen von irgendwelchen Schatten. Wenn ihr drauf achtet, dann seht ihr sogar, dass die Animation überhaupt gar keine Schatten hat. Was einem jetzt besser gefällt, ist komplett Geschmackssache. Keine Seite liegt richtig, keine Seite liegt falsch. Allerdings war One Punch Man eine Serie, die für ihre geilen Animationen bekannt war. Meiner ganz persönlichen Meinung nach kann man aufhübschen, so viel man möchte, aber solche Szenen sind unersetzlich. Ganz besonders in einer Show, in der sehr viel um Action geht, wie zum Beispiel bei One Punch Man. Es gab natürlich auch Szenen wie zum Beispiel die von Kenichiro Aoki, die mir immer sehr aufgefallen sind, aber das sind meistens Szenen, die einmal pro Folge vorgekommen sind. Staffel 2 von One Punch Man ist also nicht furchtbar, aber animationstechnisch einfach nur sehr, sehr, sehr viel schwächer als Staffel 1. Und inwiefern das jetzt großenteils am Personal liegt, hat auch jetzt hoffentlich jeder verstanden. Ohne Geld ist nichts hiervon möglich. Entweder du hast das Geld für einen Anime, oder du hast es nicht. Viel mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Fun Fact, tatsächlich haben die meisten Anime ein relativ ähnliches Budget. Auch der Präsident von U4Table hat in einem Interview gemeint, dass ihre Serien wie zum Beispiel Fate ein ganz durchschnittliches Budget haben, obwohl Fans immer der Meinung sind, dass besonders U4Table und besonders so eine Serie wie Fate das alles nur mit sehr viel Geld schafft. Wie Fate aber trotzdem so geil aussehen kann, hebe ich mir für ein anderes Video auf, aber ich kann euch versichern, es liegt nicht am Geld. Ich war früher auch immer der Meinung, dass Anime unterschiedlich große Budgets haben, aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt vermitteln, dass das zumindest bei normalen Anime, die so aus Japan kommen, nicht wirklich ein Geldproblem ist, wenn was nicht geil animiert ist. Geld ist also wichtig, wenn der Anime überhaupt erst produziert werden soll, aber der Rest ist komplett vom Zeitplan und vom Personal abhängig. Mehr Infos dazu findet ihr im Interview mit Natsume. Ich will einfach den Irrglaube brechen, dass ein Animator eine Maschine ist. Dem gibst du 100 Euro und dann bekommst du nichts Vernünftiges. Aber wenn du ihm 1000 Euro gibst, dann bekommst du was geil Animiertes. Nein, so funktioniert es nicht. Was primär wichtig für die Qualität ist, sind Zeit und Skill. Ich sag hier absichtlich nicht Talent. Skill ist immerhin hart erarbeitet. Vielleicht kann man sich das als Außenstehender alles schwer vorstellen, deswegen nehme ich mich einfach mal als perfektes Beispiel. Jetzt nicht gerade im Bereich Animieren, da bin ich selber noch Anfänger, aber einfach mal beim Thema Manga. An Tagen, an denen ich wenig Zeit habe, zum Beispiel weil ich vielleicht später von der Arbeit heimgekommen bin, zeichne ich Manga-Seiten, die einen nicht gerade vom Hocker hauen, aber an Tagen, an denen ich mir viel Zeit nehmen kann, kommen Manga-Seiten dabei raus, die ich heute noch persönlich echt gut finde. Mittlerweile habe ich auch eine Animations-Playlist auf meinem Kanal, da kommen alle Videos rein, die ich zum Thema Animation mache und schon gemacht habe. Und vergesst nicht, auf den zweiten Kanal zu abonnieren, damit ihr den Stream nicht verpasst, der findet ja nach wie vor noch statt. Aber ich reagiere auf das, was Leute den schlechtesten animierten Anime ever nennen. Vielleicht lade ich das hier auch auf meinem Hauptkanal als Best-of hoch, ich weiß es nicht, je nachdem, wie es halt läuft. Ich habe Bock, noch mehr zum Thema Animation zu machen und das werde ich auch. Soweit bedanke ich mich übrigens auch fürs Interesse eurerseits, denn ohne euch wäre das nicht passiert, hättet ihr mir nicht gezeigt, dass ihr so extrem interessiert dran seid, auch unter anderem in den Kommentaren. Ich bin Marcel, das da sind Leute, die mich großzügigerweise auf Patreon unterstützen und ein extra Dankeschön an alle von euch, die eine Ziege für dieses Video geopfert haben. Tschüss, bis zum nächsten Video.